Herzlich willkommen in Kanada. Da sind wir, an der nordkanadischen Grenze zu Alaska im Kuzumatin-Nationalpark. Und wir sind jetzt hier, um Bären zu filmen. Wir müssen welche finden, weil für unsere Expedition Everything is Connected ist der Bär ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil. Und ich möchte, dass ihr versteht, wie wichtig die sind für dieses Ökosystem und wie alles miteinander zusammenhängt. Und deswegen müssen wir uns jetzt 5 Minuten nach unserer Ankunft richtig Mühe geben, obwohl uns die Augen zufallen, um einfach wunderschöne Aufnahmen von diesen unfassbar geilen Tieren zu machen. Ich freue mich, endlich wieder in Kanada in der Natur zu sein und jetzt Grizzlies zu suchen. Ziel dieser kompletten Mission Kanada ist, so viele Wälder wie möglich zu schützen. Für die Tiere, die hier leben, die Bäume, die hier zu Hause sind und natürlich nicht zuletzt für uns Menschen. Das wird alles jeden Tag kleiner und der Kampf wird immer größer und intensiver. Dass Umweltschutz immer so wehtun muss. Der Lachs verbindet die Bäume, die Wölfe, die Orcas, die Flüsse. Ich möchte euch einen Zusammenhang nahebringen, der aus ganz verschiedenen vielen Puzzleteilen besteht. Everything is connected, also alles hängt mit allem zusammen. Yes, yes, yes. Junge, Junge, Junge. Wir sind jetzt seit fast 60 Stunden unterwegs, schon variable Flugzeuge hinter uns, Hotels, Taxis, Autos und Wege und Viehgeschleppe. Und dann haben wir jetzt über eine Vierteltonne Equipment hier ans Ende der Welt geschleppt und sind immer noch nicht da. Jetzt geht's gleich noch ins Wasserflugzeug und irgendwann kommen wir hoffentlich mal an, um hoffentlich vielleicht irgendwelche Tiere zu sehen. Aber all das ist nicht sicher. Aber man fährt ans Ende der Welt mit dem ganzen Geschissel. Dann heißt es, viel Glück haben. Life jacket, Transport Canada regulation, you have to have it on you at all time. Ein Wasserflugzeug ist natürlich in Kanada nichts Ungewöhnliches, für mich allerdings schon. Ich bin noch nie in einem Wasserflugzeug geflogen. Thank you, see you later, okay. So, which one? Yeah, to the right. This one, okay. And I'll help you with the seatbelt when I get in. Tatsächlich gibt es auch gar keine andere Möglichkeit, sich hier zu bewegen. Du brauchst ein Wasserflugzeug. So. Heute fliege ich die Karre, also macht euch keine Sorgen. Mit dem Boot würde das sowas Tage dauern, was du mit dem Wasserflugzeug in ein paar Minuten oder Stunden machst. Das beeindruckt mich schon sehr, so eine junge Pilotin und das Fliegen durch Canyons und durch solche Fjorde vorbei an Bergen. Es rüttelt und wackelt so ein bisschen, man fühlt sich wirklich, ja, man fliegt halt richtig. Es ist auch ziemlich geil. Es ist schon wirklich geil. Alter Schweizer. Ich bin selten beeindruckt von irgendwelchen Aktionen dieserlei Art, aber das hier war wirklich geil. Meine Fresse, landschaftlich, Alter, wo wir gerade hingeflogen sind, ist jetzt wirklich das Ende der Welt. Als Basiscamp dient uns eine schwimmende Lodge, die nur innerhalb der Sommersaison quasi hier ist, auf der ich auch gerade sitze, und im Winter dann tatsächlich aus dem Fjord rausgezogen wird, weil dann alles eingefroren ist und voller Schnee ist. Aber unsere Basis ist auf dem Wasser und wir bewegen uns auch die ganze Zeit auf dem Wasser. Wir sind im Kuzumatin-Nationalpark im Norden Kanadas, an der Grenze zu Alaska. Dieser Nationalpark ist etwas ganz Besonderes, denn hier sind Bären geschützt. Hier ist der Wald geschützt. Hier darf man sie nicht jagen und dementsprechend sollen sich die Bären hier auch verhalten. Und es zählt als einer der Top-10-Plätze dieser Erde, um Bären zu fotografieren und zu filmen. Und das löst so ein richtiges Kribbeln aus. Also man ist wirklich heiß. Man ist heiß, man will raus, man will jetzt Bären fotografieren. Wir bewegen uns auf der Suche nach den Bären mit einem Boot, haben natürlich einen Haufen Ferngläser dabei, um die Bären zu erspähen, hoffentlich außer Distanz. Und ein Boot braucht natürlich immer einen Kapitän, also einen Bootsfahrer, der aber auch gleichzeitig ein Guide ist. Und das sind hier lokal, also ortskundige Menschen, die auch gut Boot fahren können. Ja, mit denen bewegen wir uns auf dem Wasser und suchen nach Bären.
Wir können jetzt nicht bei so einem Touristenboot mitfahren, weil wir haben natürlich ganz spezielle Anforderungen. Es muss die ganze Zeit leise sein. Ich muss mich auf dem Boot hin und her bewegen können. Mir darf keiner im Weg stehen, damit ich wirklich gute Aufnahmen bekomme. Und wir sind natürlich auch, also ja, ein Tourist fährt halt 1, 2, 3 Stunden raus. Wir einen Tag. Damit ihr euch zu Hause das auch vorstellen könnt, wie findet man jetzt hier überhaupt diese Bären oder wie funktioniert das ganze System? Ihr seht, ich sitze auf einem Boot und ihr seht, ich habe eine Kamera dabei. Wir packen im Prinzip unsere ganze Ausrüstung, man nimmt sich Wasser mit und dicke Klamotten, weil das Wetter kann sich jederzeit ändern. Wer Jamie kennt, natürlich in diesem, ich sag mal, ich möchte es als Fjord, als Inlet bezeichnen. Die verschiedenen Stellen, wo zu gewissen Tageszeiten immer wieder Bären zu erwarten sind, weil er das seit Jahren macht. Und diese Plätze fährt man einen nach dem anderen ab und irgendwo wird schon ein Bär rumstehen. Und so ist es dann. Also Bären sind auch nur Creatures of Habit und kommen immer wieder an dieselben Stellen, die sie auch mögen. Und dann legt man mit dem Boot einfach an. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Metallboot. Das kann also auch auf Stein oder Sand auffahren. Und wenn das vorne mit dem Bug, also mit der Spitze, bupp, am Strand aufgefahren ist, liegt das auch einigermaßen fest. Und dann kann man eben schön filmen und fotografieren. Und dann machen die Bären eigentlich, was die Bären machen. Essen, schlafen, säugen, kämpfen, spielen, schwimmen, dies, das. Und dann ist man einfach nur dabei und ist jetzt ein Dokumentarfilmer oder Dokumentarfotograf und hält drauf und lässt die Natur machen. Gucken wir mal. Zack. Und da ist einer. Ist das krass. Also du siehst noch nicht auf der Kamera. Und da ist der erste Grizzly. Gar nicht dein Ernst, sagt. Das ist auf jeden Fall krass. Ankommen und ich habe sofort den haarigen Arsch einer Bären auf der Linse. Das ist echt abgefahren. Nach der ganzen Reise bin ich eigentlich auch ganz schön müde. Aber ich filme hier gerade einen Grizzly, also den Arsch eines Grizzlys. Ey, die hatten einen Fellfleck, als ob man ihr Herz reingeritzt hat. Abgefahren, crazy. Ich habe jetzt schon mehrfach Bären auf der ganzen Welt gefilmt und ich finde die einfach jedes Mal so unfassbar faszinierend. Und die haben eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem. Und um das zu zeigen und darzustellen, zu dokumentieren, müssen wir die natürlich finden. Und nicht nur irgendwie finden. Geil wäre, wenn wir die nicht nur schlafend hinter uns sehen, sondern auch so Mutter mit Kind wäre krass. Oder so Bär, der trinkt oder der so Gras frisst und so ein bisschen Wind um die Nase weht. Also wirklich schöne Bilder, damit die Menschen dieses Tier lieben und auch so ein bisschen wegkommen von der Bär ist ein Killer und der frisst Menschen und dies und das und der ist gefährlich, man darf nicht raus in die Natur. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bären sind einfach wunderschöne, ganz ruhige, genügsame Tiere und mit einer sehr, sehr wichtigen Funktion. Und deswegen sind wir hier, um euch das zu zeigen. Ich bin hier mit dem Team von Wilderness International. Ihr kennt schon Kai Anders, meinen Waldmeister. Wenn nicht, guckt euch nochmal die Peru-Serie an. Da wird klar, was dieser Mensch tut. Für Kai soll hier ein wirklich großer Traum in Erfüllung gehen. Seit über 25 Jahren möchte dieser Typ, der Kanada als zweite Heimat bezeichnet, hier an diesen Ort, um diese Bären zu sehen, weil es so besonders ist. Vor 28 Jahren war ich hier gegenüber auf den Queen Charlotte Inseln Kajak fahren. Habe ich so einen krassen Kajakguide überredet, uns die Dinger kostenlos zu borgen. Damals konnte man nur per Wasserflugzeug hier hoch und das war einfach viel zu teuer. Ja, da waren wir noch Schüler und haben uns jeden Cent selber erarbeitet. Da sitzen sie alle Wochenenden durchgeschuftet. Also seit 27 Jahren warte ich auf den Tag, der heute stattfindet. Und deswegen darf Kai auch mitkommen. Neu im Team, Lukas Dürnegger. Kameramann. Also es ist schon krass, wenn man bedenkt, dass die Arbeit jetzt vor Ort und den Teil, den ich dazu beitragen darf, zum großen Ganzen wird und wir dadurch extrem viel Regenwald, extrem viel Lebensraum schützen können. Nikolai Deutsch. Was sind wir eigentlich? Wir waren wie Brüder, wir teilten alles. 17 durch 4. Und seit neuestem
Bist du mein Vater? Ja, okay. Leute, ich hatte jemand gesagt, Vater und Sohn, aber gut. Also mein Sohn Nikolai ist dabei. Mit Robert zu arbeiten macht einfach mega viel Bock. Wir verstehen uns, wir kommen miteinander klar. Auf Kameraebene, privater Ebene. Es ist ein Match, wo einfach richtig Bock macht und Laune macht. Und ich immer wieder Neues lerne und mich jedes Mal freue, rauszugehen, ins Wasser einzutauchen, Robert dabei zu begleiten und zu filmen und mega coole Sachen zu erleben und viel dem Umweltschutz und Tierschutz beizutragen. Normalerweise müssen Nico und ich und auch alle anderen Wildlife-Kameramänner sich die Tiere immer, ich sag so schön, erarbeiten. Manchmal dauert das Wochen, manchmal Monate. Aber in der Regel ist man eigentlich ewig unterwegs, um welche zu finden. Und hier fährst du raus, Bär. Der heißt ja hier in dieser Region Grizzly. Und dann denken immer alle Leute, das ist irgendwie eine andere Braunbärenart. Aber das ist einfach nur der amerikanische Begriff für Braunbär. Es ist ein Ursus Arctos Horribilis, also ein wirklicher Braunbär. Aber hier heißt er eben einfach Grizzly. Und die Grizzlies sind hier genau wie Wölfe, Raben und Orcas eben auch so die typischen Spirit Animals der First Nations. Und das finde ich auch cool, weil die sind so fest in der Kultur verankert. Die sind seit Jahrhunderten auf Schnitzereien, auf Totenpfählen, auf Kunsthandwerken verewigt. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieses Tal oder dieses Inlet, auf dem wir gerade hier mit unserem Boot schweben, 1980 fast mal komplett abgeholzt wurde und dass sich dann so eine Allianz dagegen gebildet hat aus Menschen, die gesagt haben, ey, nee, lass das mal. Wir beschützen diese Region, wir machen ein Sanctuary draus und dass man jetzt diese wunderschöne Bärenpopulation hier sehen kann und eben sehen kann, wie effektiver Naturschutz wirklich endet und wie wohl sich dann diese Tiere fühlen und wie gesund diese Population ist, dann versinnbildlich das quasi wirklich, wie wichtig es ist, diese Lebensräume zu schützen. Wie wichtig es ist, diesen Wald zu schützen. Und dann schützt man automatisch auch alle Tiere damit. Und dann können wir hierher fahren, coole Bilder machen und darüber Filme machen und euch zu Hause begeistern. Das ist am Ende das Ziel. Lebensraum schützen und damit auch alle, die drin leben. Und am Ende auch uns selbst. So they're eating a plant called Lingi sedge. What is it? Sedge is its own zika. Zika. So if you grab it and feel it, it'll be flat and have edges. Sedges have edges, whereas grass you can roll in your finger, like it's round. Diese Stelle, an der ich mich hier befinde, hat eine große Besonderheit. Es gibt riesige Seggengraswiesen und das ist das, was die Bären am Anfang des Sommers besonders brauchen, weil es ist ein proteinhaltiges Gras, bis zu 28%, was aber im Laufe der Saison langsam weniger wird und die Bären schlagen sich hier wirklich den Wanst voll. They've done studies and they estimate that a big, large grizzly bear will eat up to 100 pounds of sedge a day. So it's constant feeding, non-stop calorie intake. Krass. Nein, eben nicht krass, sondern Segge, also Süßgras. Ey, schmeckt wirklich super süß und eigentlich total gut, krass. Würde ich mir auf jeden Fall einen Salat draus machen. Und die Bären, wie man da wunderbar sehen kann, fressen bis zu 50 Kilo davon am Tag. Und es hat so einen hohen Proteingehalt, 28%. Und dann über die Saison, wenn das Gewächs älter wird, verliert es ein bisschen Protein, aber die Bären schlagen sich damit den Magen voll und werden halt riesige Muskelmaschinen. So viel zum Thema pflanzliche Ernährung, Muskelaufbau und so weiter. Das ist gerade vegane Ernährung. Und dann denkt man immer beim Grizzly, ja, das sind ja absolut krasse Fleischfresser, die jagen und töten alles, was sie so finden. Nee, es sind tatsächlich überwiegend herbivore Tiere. Das heißt, die fressen Beeren, Pflanzen, Samen, Knollen, Wurzeln, alles Mögliche, was sie so finden. Also ein echter Feinschmecker tatsächlich. Und ein geringer Anteil ihrer Nahrung macht eben auch Fleisch oder Protein aus Fisch aus. Zur Lachszeit natürlich fast ausschließlich Lachs. Da lieben sie besonders die Eier und das Gehirn der Lachse erstaunlicherweise. Nicht so um und bei das Filet. Aber manche Bären reißen auch mal ein Elch oder essen auch mal ein bisschen Aas oder greifen sich ein Vögelchen. All das kommt vor, je nachdem, wie man eben gerade so drauf ist. Wie bei uns, worauf wir gerade Lust haben. Aber überwiegend ernähren sich Herbivoren.
So ein richtig fetter Kodiak-Grizzly, der vielleicht eine besondere Genetik hat und einfach ein guter Feinschmecker an Lachs war, der kann auch wirklich über 1000 Kilo schwer werden. Und ein Landraubtier, was über 1000 Kilo schwer wird, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und dann ist es auch wichtig, sich über die Rolle des Bären im Ökosystem klar zu werden. Und da ist es tatsächlich so, dass der als Top-Predator alles kontrolliert, was unter ihm stattfindet. Vom Reh bis zur Heidelbeere und vom Lachs bis zum Kleinsäuger. Wenn das jetzt auf die Serie Everything is Connected bezogen ist, müsst ihr euch das so vorstellen, dass so ein Bär natürlich in der Lachssaison, also so im September, Oktober, wenn die Lachse die Flüsse hochsteigen, sich hunderte Lachse greift innerhalb des Lachszuges. Und er schleppt die in den Wald, wo er sie frisst, wo er sie auffrisst, macht er natürlich auch am Flussufer, aber er nimmt die auch mit in den Wald. Und er hinterlässt ja dann seine Hinterlassenschaften im Wald. Das heißt, er bringt den Lachs, also den Stickstoffdünger aus dem Lachs quasi an die Waldrandzone und direkt tief in den Wald. Dadurch wachsen die Bäume schatten den Fluss ab, in dem die Junglachse aufwachsen. Und so ist diese Bärenrolle im Prinzip so eine Art Verbreiter des Düngemittels. Der Lachs ist wie immer unser Bindeglied in allem, aber der Bär verbreitet das Ganze in den Wald, genau wie Wolf und Fischotter zum Beispiel. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ein Bär wühlt ja den ganzen Tag irgendwo nach Nahrung. Der ist nach Knollen und Wurzeln auf der Suche und damit belüftet er den Boden auch. Und so eine gezielte Störung in einem Ökosystem führt auch dazu, dass dann wieder andere Pflanzen wachsen können, die mit dieser Situation besser zurechtkommen. Und dadurch steigert sich die Biodiversität. Ohne Bären keine Bodendurchlüftung. Sehr einfach. Wir sind jetzt am Anfang des Sommers in Kanada. Sommer, ihr seht schon, ich habe 4 Lagen an. Es ist kühl, die Nächte haben teilweise 0 Grad. Tagsüber in der Sonne hat es auch mal über 20 Grad. Und jetzt ist gerade so die Phase, wo die Bären aus den Wäldern rauskommen, diese wunderschönen Seckengräser fressen, aber sich auch immer mal wieder in den Wald zurückziehen, weil die Bären langsam reif werden. Und es ist noch ein paar Wochen vor der Lachssaison, bevor sich dann den Wanst so richtig vollschlagen mit den Lachsen. Aber jetzt ist auch die Zeit, die sehr besonders ist, weil jetzt bringen die Mütter zum ersten Mal ihre im Winter geborenen Jungtiere mit aus dem Wald. Ich bin gespannt. Also wenn wir so einen erwischen würden. Und wie es der Teufel will. Der Teufel? Wer ist ein Teufel? Mal den Teufel, wie es der. Und wie es der Zufall will, du sagst es. Es wäre jetzt so geil, so eine Mutter mit Babybären. Und dann kommt die Mutter mit Babybären. Ich hab eben noch gesagt, ich wünsche mir eine Mutter mit Kind. Ja, da ist sie. Okay, krass. Wow, alles klar. Da entsteht doch gar nicht das Kribbeln, oder? Nee, es passiert einfach. Es ist so krass. Nico, da sitzt das kleine Baby und schubbert seinen Arsch am Stein. Krass. Verrückt. Hallo, kleines Bärenbaby. Das erste Mal, dass ich Grizzly, Mama, mit so einem kleinen Baby sehe. Das ist wirklich Arsch abgefahren. Die neue Generation. Verrückt. Den im Tal aufwächst, ohne Angst, ohne geschossen zu werden. Ist natürlich nicht die einzige Angst, die so ein Grizzly hat. Ne? Und gerade eine Mutter mit Kind ist natürlich angreifbar. Weil wenn so ein Männchen reinkommt und das ist nicht von ihm, dann wird so ein Kind getötet. Aber jetzt so ein unschuldiges kleines Bärenbaby da im Gras sitzen zu sehen, was uns anguckt und vielleicht ja auch zum ersten Mal so ein Boot sieht, das ist schon ein sehr besonderer Moment. Das Geile ist, dass die hier in der Kurzsemmertin-Region wirklich streng geschützt sind und dass diese Bären hier mit der Anzahl um und bei 60 plus minus Tiere
ihre Maximum Carrying Capacity erreicht haben, MCC. Das bedeutet, diese Region hier ist vollständig ausgelastet mit Bären. Es können gar nicht mehr dazukommen. Die wandern natürlich auch ab. Mal stirbt auch ein Bär. Wenn es zu viele sind, werden auch unter Umständen keine Jungtiere geboren, so wie im letzten Jahr. Aber dieses Jahr sind einige Jungtiere aufgetaucht. Und das bedeutet, aha, es ist wieder ein bisschen Platz geworden. Aber im Prinzip dieses Inlet, diese Region, dieses Sanctuary ist vollständig mit Bären ausgefüllt. What's the biggest threat, potential threat here for Grizzly? They are the top of the food chain, so there's not a lot. For cubs, their survival rate is quite low, like 25% to 30%. And that's for a number of reasons. And the main reason is the large males will kill the cubs to force the female back into heat and then to get the right to mate with that female. Also, we've seen cubs drowned, and of course there's, you know, nutrition, surviving the winter in the den. So it's a tough game for the cubs to make it into the third, fourth year and get weaned from their mom and make it on their own. Eine ganz besondere Situation ist auch, dass man hier an die Bären sehr nah rankommt, beziehungsweise die Bären sehr nah rankommen. Es ist ein Gebiet, wo Bären nicht gejagt werden, wo sie Menschen kennen, aber das nicht schon immer, sondern seit ein, zwei Generationen. Die Menschen tun ihnen nichts, sie harassen sie nicht, sie stören sie nicht. Und deswegen sind die Bären extrem, ich sag mal, zutraulich. Die drehen uns sogar den Rücken zu. Das macht ein Wildtier eigentlich nicht. Eigentlich kenne ich die Bären, die ich sonst schon fotografiert habe, in Estland oder auch früher in Kanada. Die gucken einen immer an. Die lassen einen nicht aus dem Auge, egal was sie so machen. Die fressen, aber gucken auch immer, die spinksen einen an. Aber hier überhaupt nicht. Und das ist ein Problem, weil ich kriege keine guten Schüsse, weil das Gesicht nicht drauf ist. Weil die einfach, die machen ihr Ding. Ist natürlich schön, das zu dokumentieren. Aber ich brauche natürlich ein gutes Bild und ein gutes Video für den Film. Aber das war jetzt noch nicht dabei. Aber immerhin gesehen, guter Anfang. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das problematisch werden könnte, weil sie viel zu entspannt sind. Aber es ist geil zu sehen, so eine Grizzlybärenmama mit ihrem Baby im frischen Gras an so einem Ort, wo sie nicht gejagt werden, ist wirklich geil. Da geht einem das Herz auf. Ist cool. Und jetzt noch ein gutes Bild. Das wär's. Was haben wir jetzt? Zwei große Bären. Bin mal gespannt, was das für ein Verhältnis ist. Do you know the relationship? Mother and big cub? Couple. Wie zwei grasende, freundliche Kühe. Es ist super wichtig, dass wir hier richtig schöne Bärenaufnahmen bekommen. Weil, ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel, wenn ich den nächsten Bildband mache oder wenn ich den nächsten Kalender mache, brauche ich da ein richtig geiles Bärenbild. Weil mit jedem verkauften Kalender, mit jedem verkauften Bildband, mit jeder Social-Media-Story, mit jedem YouTube-Film kreiere ich ja quasi geschützten Regenwald. Ne? Ein Buch ist ein Quadratmeter, ein Kalender ist ein Quadratmeter, ein T-Shirt ist ein Quadratmeter, ein Versand aus meinem Shop ist ein Quadratmeter. Nur wenn man wirklich das vor Ort sieht, was hier hinter uns passiert in den Wäldern, wenn man diese schönen Bilder generiert und euch zeigt, was es noch zu schützen gibt, nur dann schützen die Menschen das auch. Und sowas lernt man nicht im Zoo, das lernt man hier in der freien Wildnis. Und am Ende ist es für euch ja auch schön, den Wald, den ihr mitschützt als Community, live vor Ort zu sehen tatsächlich. Also ich bin hier, ich bin auf unseren GPS-Daten. Darum geht's eben. Und wisst ihr was? Tiere kennen ja keine Grenzen. Wenn die hier rausgehen, dann dürfen sie geschossen werden. Also ist es unser Ziel, so viele Wälder dieser Erde wie möglich zu schützen. Die Schutzgebiete so groß wie möglich zu machen. Weil Tiere interessieren sich nicht für eine Schutzgebietsgrenze. Die interessieren sich nur für ihren Lebensraum und den müssen wir bewahren. Das ist unfassbar geil. Ich kann gerade wirklich nicht sprechen. Ich muss hier arbeiten. Das ist wirklich eine Ultra-Situation. Wirklich top. Absolut wunderschön. Thank you.
Ah. So cool. Ah. Ja, ja, ja. Ist das geil. Leco mio. Ich flippe aus, Leute. Das ist wirklich völlig krass. Ich habe keine Worte mehr. Hey, Junge, Junge, Junge. Was für ein schöner Bär. Der sieht so geil aus, wie ein oh, hi. Perfekte Framing. Das macht so Spaß. Als ob der Bär wüsste, was wir mit den Aufnahmen machen wollen. Maximal viel Natur schützen. Kai hat es gerade perfekt beschrieben, als ob der Bär wüsste, was wir mit den Aufnahmen vorhaben. Und das war wirklich jetzt gerade, also ich habe viele Naturaufnahmen im Leben schon gemacht von einigen Tieren, aber das hier war gerade ein absolutes Highlight. Ich weiß nicht, an welcher Stelle wir jetzt gerade in diesem Film sind, aber das war mit Abstand die krasseste Bärenbegegnung, die man sich auch noch vorstellen kann. Ich auch. Glückwunsch, Nikolai Deutsch, Lukas. Gute Teamarbeit, richtig geil. Also das war völlig krass. Oh, ihr rockt so hart, Männer. Das war der Hammer. Okay, ja, gut. Gut, 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 gut. Danke, lieber Wald, danke, lieber Bär. Gut gemacht. Noch heim essen. Ja, aber nicht, wenn es jagende Weißkopfseeadler gibt. Dann kann man auch mal einen kleinen Stopp machen. Das, was man hier sieht, ist sensationell. Wirklich, wirklich sensationell.
zwei männliche Bären haben sich ein bisschen gerangelt. Also so ein kleiner Sparringsfight unter Freunden. Also enorm geil und es sah wirklich, wirklich cool aus. Aufgrund der Ereignisse in den letzten Monaten oder in diesem Jahr bezüglich der Bären und Bärenattacken kann man vielleicht noch mal was dazu sagen, wie man sich jetzt mit den Bären verhält. Ihr seht das hier, sind die völlig entspannt, die lassen mich gewähren, die wissen ja auch, dass ich da bin. Ne? Und solange ein Bär weiß, dass man da ist, ist es überhaupt kein Problem. Wenn die Braunbären hier, man sieht es ja, überhaupt nicht scheu sind, sind die Tiere bei uns zu Hause extrem scheu. Und das liegt einfach an unserer Kultur, wie wir mit den Tieren umgegangen sind und wie viel Wildnis wir noch haben. In der Regel ist es so, dass die Tiere, wenn sie Wildnis zur Verfügung haben und wenig menschliche Störung, völlig zufrieden und entspannt sind. Und wenn der Mensch eingreift, dann wird immer alles scheiße. So wie bei uns in Europa. Und letztendlich ist natürlich die Frage, wann ist so ein Bär wirklich gefährlich? Also wenn man den wirklich überrascht, wenn Mütter Jungtiere haben, die sie beschützen wollen, wenn ein Bär extrem ausgehungert, krank und kurz vorm Ableben ist, aber zum Glück ist die Zeitspanne sehr kurz, wenn das Tier verletzt ist, angeschossen oder vielleicht einen schlechten Kontakt mit Menschen hatte. Aber all das sind Ausnahmefälle und 99,99% der Grizzlies, die man in der freien Natur trifft, sind völlig ungefährlich und harmlos. Und ihr kennt diesen berühmten Satz, den ich immer wieder wiederhole: If it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's white, good night. Das meine ich wirklich ernst. Also bei einem Braunbären, der einen wirklich angreift, kann man als erstes versuchen, mit den Händen den Nacken zu schützen, wo er den Nackenbiss ansetzen möchte, sich auf den Boden zu werfen und totzustellen. Aber ich kann euch eins sagen, wenn ein Bär versucht, dich zu fressen, dann muss man zurückschlagen, weil sonst wirst du gefressen. Ganz einfach, es ist ein potenziell tödliches Tier. Aber lasst euch davon nicht täuschen, weil diese Bären sind super friedliche Lebewesen, die wirklich überhaupt nicht im Interesse haben, dass sie uns Menschen töten oder essen wollen. Es sind einfach friedlebende Lebewesen, die wollen uns aus dem Weg gehen, die wollen mit uns gar nichts zu tun haben. Und manchmal akzeptieren sie einen eben, so wie hier in diesem Lebensraum, einen direkt neben einem. Und das finde ich einfach genial. Dieses bescheuerte Bärenspray, was man dabei hat, ja, ich weiß gar nicht, ob das in der Notfallsituation wirklich zum Einsatz kommen kann, ob das rechtzeitig und gut funktioniert, oder ob man den Bären nicht damit vielleicht noch ein bisschen verärgert und er noch saurer wird. Und da spielt auch Wind, Distanz, Rechtzeitigkeit, Verfügbarkeit eine Rolle. Also am besten ist es eigentlich, dem Bären mit dem nötigen Menschenverstand zu begegnen und einfach einen Bären nicht zu überraschen, immer auf sich aufmerksam zu machen und im Bestfall die Tiere aus der großen Distanz zu beobachten und einfach seinen Verstand einzuschalten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei der Bärenbeobachtung. Manchmal ist es hier so, dass man auch gar nicht weiß, wo man hinfotografieren oder filmen soll, weil um einen rum passiert irgendwas. Da ist die Mutter mit Babys, hinter mir kämpfen zwei Bären, dann sagst du schnell, Lukas, zack, hinten, lange Linse, Nico da vorne, zack, totale, Mutter in Slow-Mo. Also Schlag auf Schlag kommt hier ein Ding nach dem anderen. Und für mich sind, glaube ich, so die schönsten Momente, wenn man auch mal aus so einem Boot aussteigt, in diesem Sedge-Gras kniet, einem die Gummistiefel volllaufen und man in 15 bis 20 Metern Entfernung von so einem Grizzly steht und die Aufnahmen macht und einfach denkt, das will ich machen. Dass sich die Tiere ja so entscheiden, dass sie uns einfach gewähren lassen und einfach, wir sind mit denen da. Und das ist so eine Situation, die kann man ganz schwer nachvollziehen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Aber ich hoffe dann immer, dass ihr wie durch meine Augen halt durch meine Kamera seht und ich das dann irgendwie auch für euch transportieren kann. Also mir fällt das gerade so ein bisschen schwer zu reden, weil ich muss mich wirklich sehr konzentrieren, diesen Schuss nicht zu versauen. Denn ich filme gerade eine nach Muscheln suchende Mutter in Blond mit drei wunderschönen kleinen Bärenbabys. Und das darf ich nicht verkacken. Alter, das Bärenbaby stellt sich hier nicht, flippe aus. Alter Schwede, sorry, ich kann gerade echt nicht reden. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ich weiß, dass es blöd ist. Aber das hier ist jetzt wichtiger.
Man darf auch nicht vergessen, wir kommen gerade nach 3 Tage Reise an, steigen aufs Boot, fahren raus und haben sofort Bären um uns rum. Und nach dem ersten kommt gleich der zweite. Du bist also die ganze Zeit beschäftigt, während du eigentlich gegen den Jetlag kämpfst, Bären zu fotografieren, die Situation zu nutzen und auch perfekte Aufnahmen zu machen. Und das ist jetzt nicht so einfach. Man muss sich schon ganz schön konzentrieren. Und das mit 3 Tage Reise in den Knochen, oh, geht. Kein Problem, wir sind ja sehr Profis, Nico und ich, gell? Mhm. Nico lacht. Man muss gegen den Wind arbeiten und gegen die Schwerkraft und gegen das Licht. Aber es lohnt sich. Alter Schwede, okay. Oh, mir tut alles weh. Das ist doch scheiße, ja. Alter Schwede, mein Nacken auch. Oh, ist das geil. Perfekt, ich weiß gar nicht, was ich hier durchballere. Also, um euch eine Idee zu geben, wer sich auskennt mit Datenmengen, ich habe jetzt in den letzten 45 Minuten ungefähr 1 Terabyte geschossen. 4K 120, tausende Fotos. Völlig geistesgestört, was hier passiert. Gerade, also, das ist absoluter, das, Leute, das ist der Schuss. Ist das krass. Und ja, ich weiß, ihr denkt, ich übertreibe, aber ich übertreibe absolut nicht. Da hat sich gerade ein Baby hochgestellt, die Mutter im Wind, es ist alles völlig geistesgestört. Unfassbar gut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich sagen soll, weil ich stehe hier mitten in Nordkanada an der Grenze zu Alaska und gucke einer Braunbärenmutter zu, wie sie in einem Gebiet, wo nicht gejagt werden darf, mit fast perfektem Wald, in einer perfekten Umgebung, mit 3 kleinen Babys durch die Wiese streift und die Welt einfach in Ordnung ist. Jetzt genau an diesem Moment, genau für dieses Tier und für diese 3 Cubs. Und das ist das wünscht man sich manchmal für jedes Tier auf der Welt, ne? Und das einzufangen und das zu sehen, das Ergebnis von echtem Naturschutz, das ist krass, ist ergreifend. Und jetzt guckt sie gerade rüber. So muss es sein. Genauso und nicht anders. Und jetzt nimmt sie die Bärenkinder ran und säugt die. Es ist brutal. Werden mir übrigens die Gummistiefel volllaufen, weil die Tide reinkommt. Naja, macht ja nichts. Ist ja nur 10 Grad. Möchte ich sagen, dass das einer der besten Wildlife-Film- und Fotografietage in meinem Leben war.
Nico, habe ich damit übertrieben? Glaube nicht. Du warst bei vielen Sachen dabei. Ja, es ist schon auf jeden Fall die Top 3, würde ich sagen, wo ich dabei war. Auf ja, jeden Fall. Top 3, wo du dabei warst und auf jeden Fall mein Top 10. Absolut Banane, was hier passiert ist. Völlig geil. Boah, ich merke gerade, während ich meine Arbeit so, oh, das geht nicht mehr so gut. Weil das waren jetzt heute, ich glaube, ich habe 8 Stunden durchweg gefilmt. Wie kalt ist es? Es geht, als ich Also ich würde sagen, Step 1, erstes Puzzleteil, Kaching, Haken dahinter, war ein mega Erfolg, wir sind alle super happy und Füße sind nass, denn Lukas und ich haben Grizzlies zu Fuß gefilmt. Kai hat sich seinen Traum erfüllt, wir sind mega zufrieden und Kai hat diesen einen schönen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob wir das aufgenommen haben. Als ob der Bär wüsste, was wir mit den Aufnahmen machen wollen. Und das war geil, es ging ziemlich tief, wenn ich da gerade drüber nachdenke, der hat gut gesessen. Bisschen Seewasser noch drin, der Rest ist an meiner Hose hochgezogen bis in den Schritt. Wichtig ist, dass wir genau das, was es noch gibt, unbedingt erhalten. Die funktionierenden Wälder, die funktionierenden Parks. Das wird alles jeden Tag kleiner und der Kampf wird immer größer und intensiver. Wir müssen echt ohne Scheiß unseren Arsch hochkriegen, um so viele Wälder wie möglich dieser Erde zu schützen. Das gehört aber dazu, das ist für einen Wildlife-Filmmaker ist das Pflicht. Dass man mit genau diesen Socken nach Hause kommt. Sonst war man nicht richtig filmen. Zählt nicht, richtig? Richtig. Ja. Die Leute, die sich mit Daten auskennen, Nico, wie viel habe ich gefilmt? In anderthalb, zwei Tagen? 1,8 Terabyte. Boah, jetzt wird's geil in der Sonne gerade wieder. Genieß doch mal die Aufnahmen. Sensationell, wirklich, wirklich sensationell. Und sensationell sind auch die Lichtwechsel. Gerade so, what the hell ist hier, ey. Hell, dunkel. Ist es das schlechteste O-Ton-Set aller Zeiten? So, Baby, zeig dein Gesicht. Dein Arsch hab ich. Jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir auf ein ziemlich cooles Boot. Auf das Boot, von dem Free Willy gefilmt wurde. Und dann geht unser Abenteuer eigentlich erst richtig los. Ich habe ja gesagt, es geht weiter. In diesem Sinne, vielen Dank. Join. Für die tolle Partnerschaft. Ihr könnt also jetzt schon die neuen Folgen Mission Kanada unter dem unten angegebenen Link auf Join kostenlos gucken und danach natürlich wie immer kostenlos auch auf YouTube. Geil oder was?